Was da jetzt? Die Gersten? Hofer? Hofer und was? Gersten? Wo ist der Weg her? Ich will hier hingehen, oder? Ja. Ah, das meine Conny sogar. Ja, ja, ich glaube. Ich komme das aus, was ist der Tag? Dreie, wie ein Zopf. Weil wir Baum hat ihn nie soll gern, drum tausch ich ihn mit Hagers nun gern. Weil wir Baum hat ihn nie soll gern, drum tausch ich ihn mit Hagers nun gern. Muss wohl die Herzen speisen und hoben, wollt essen sie kaum, wollt wiederum robben. Schnecken, Kroten und Toller und dir, mir Bauern essen Nudel dafür. Schnecken, Kroten und Toller und dir, mir Bauern essen Nudel dafür. Von heut die Herren durchgeschlafen, so tun sie früher alle Komplimente machen. Oh, wenn ihr Bauern mir gehen ins Nest, wer das schönes Weible hoch, der macht's am Fest. Oh, wenn ihr Bauern mir gehen ins Nest, wer das schönes Weile holt, der hat zum Fisch. Ja, ganz gerne.
Schule haben, heißt es doch, müssen wir deckeln, gell? Deckeln? Ja. Und die Schäber. Ja, nein, das ist weniger. Da oben ist eine kleine Knirkenbucht, wenn du da zweimal reinrennst, ist der Floden fertig. Von den Schäberle nichts mehr. Wir haben noch schau, gegessen. Wie schön er das macht. Ja, das ist ein Einertuch. Ein Einertuch. Wir lernen das gern. So, da jetzt noch eine Waben, habe ich noch eine schöne. Und dann wäre so, das ist wie die Ernte Krone, wäre das so gekommen. Schön ausgebaute Waffen. Ja, genau, und eine Folie. Ach, Folie, ja. Ja, ich muss ja mal schön mit Papier einwickeln. Siehst du, wie ins Haus, gell? Siehst du, wie ins Haus? Ja, die wechseln ja so und so. Ja, hey. Müssen Sie schön einwickeln. Dass man die Waben nehmen, muss man mal trockene Waben nehmen. Da, gib mir mal die her. Weil sonst kann man da alles für Bienen haben. Selbst nachholen. Aber Bienen kann nicht nachher. Das ist nicht so. Und zwar die. Das war die Folie. Und bei den Bienen ist es zumindest ähnlich oder so, wie ich wie ist denn nachher das Viech bei dir sonst gesund? Wohl, wohl, ja, ja. Ein Bull? Ja, ein Käble hat man radiert. Oh. Ja, ja, ja. Was hast du denn getan? Was? Was du gemacht hast? Ja, sauf musst du nicht wollen, das Luder. Ah, sauf? Ja, ja, dann hab ich meinen Ungarzt und hat nichts genutzt. Oh, hin waren? Ja, gesund waren. Gell? Ja. Was hast du denn gemacht? Feuerwehrkappel hab ich aufgesetzt. Ja, geh! Feuerwehrkappel aufgesetzt und noch hat's gesoffen wie ein Loch. Bist noch du hier das Feuerwehr? Ja, schon lang. Jetzt bin ich Hauptmann. Hauptmann? Ja, seit wann denn? Seit vorigen Sonntag. Ja. Ja, gratuliere. Aber hätte nicht viel gefallen, hätten sie in Stand der Lute gewählt, den Hauptmann. Ja, die scheinheiligen Kunden nehmen übereinander. Okay. Aber ich am Fuger gehabt, da bin ich auf. Was das, bin ich angerast bei der Sitzung. Habe ich gesagt, ob sie keinen größeren Teppen wiesen, als wie in Stand der Lute. Ja. Dann haben sie mich gewählt. Wir sind wir beim Achbichler. Mit einem Herbstastern. Ja. Und einem echten Buchsbaum. Ja, von der Alm. Auch ja. Extra, ja. Das macht das sicher recht. Der Kranewetter dazu. Ja. Schön. Also. Der rennt einen Tag von Urlaub. Echt? Warum? Ja. Morgen ist er nichts da. Morgen nichts mehr da? Ja, morgen. Wie das? Markus, die kriege ich nicht ganz rein. Was ist los? Was wird er denn da? Milch abtreiben. Der weiß, was ich brauche. Alles machen. Nur. Das ist ja was, ist das gut. Das war gelernt. Ich bin mit der Haare, das ist ja was zu lang. Das ist der Arbeit, Mann.
Also ich brauche euch da bei der Arbeit jetzt, nicht beim Zuschauen. Action bitte! Und er liegt ja. Ah, die wollt ihr aufhören da jetzt? Ja. Ja, das gehört eh. Das gehört schon auf. So, schräg auf. Schräg, so, ja. Die 10-4 schon los. Du hast die gelaufen. Gibt es auf oder holst du das Leben dazwischen? Einfach aufhängen. So, ja. Bitte Lume. Genau. Perfekt. Laut Experten. So, das genau passen. Rummen haben deine dort. Thank you.
Wir treffen uns da ein paar Mal vorher in einer kleineren Gruppe. Da sind ein paar Leute, die da ein bisschen Verantwortung übernehmen. Morgen, Herr Pfarrer. So eine Jugendmusikkapelle zu leiten, zu führen. Da sind wirklich ein paar Leute, die sehr viel Freizeit da in das Ganze einstecken. Er braucht niemanden dabei. Die Krone ist aus unseren 5 Getreideorten, die bei uns angebaut werden, hergestellt. Gerste, Hafer, Roggen, Weizen, Triticale, das Kreuz aus Leinsamen. Der Peter selber ist ein begeisterter Norika-Züchter mit seiner 10-jährigen Stute Lotte, die also das letzte Erntedankfest auch schon die Krone gezogen hat. Und ich glaube, das verdient noch einmal einen besonderen Applaus. Es geht gleich weiter. Die Ortschaften Laubendorf, Tschierweg und Ötern haben also sich dem Obst- und Gemüsebau verschrieben. Wir sehen also wichtige Gemüsesorten. Der Gemüseanbau bezieht sich hauptsächlich bei uns auf die Eigenversorgung. Verkauf hauptsächlich bei Kartoffeln. Und Obst ist halt alle 2 Jahre ein Obstjahr. Heuer hat der Hagel ein bisschen gebröselt. Wie man also sieht bei dem Apfelbaum, der da abgebildet ist oben, der ist also vom Hagel ein bisschen mitgenommen, aber wir haben heuer auch wieder Obstjahr und guten Produkten steht also da nichts im Wege. Ohne Franz, Der Milchstadt beteiligt sich ebenfalls. Sache ist, dass sie jährlich eine Uferreinigung am Milchstädter See durchführen, auch, wo also sehr viel Müll gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Milchstadt eben da beseitigt wird. Und nach einer anstrengenden Arbeit ist es auch wichtig, sich gut zu verpflegen, sich zu stärken. Und was passt da besser dazu als wie ein Fricker, alte Holzfällerkost, Speck, Käse und Eier und der Gickhut von der kleinen Kostprobe erwerben. Zappel Matzendorf Delach sagt uns, ebenfalls Waldwirtschaft. Es wird bei uns immer mehr naturnahe Waldwirtschaft betrieben. Es werden kaum Kahlschläge gemacht, es wird immer mehr Einzelbaumentnahme, das sogenannte Plantern durchgeführt. Sie stellen auch da das Herstellen von Wassertrögen aus Lärchenholz. Lärchenholz ist sehr vielfältig einsetzbar, was bei uns, gerade die Lärchen, die also jetzt das Almbild prägen im Spätherbst. Es werden Tröge gemacht, Zaunstempel, Hochschinken. Der Bienenzuchtverein Nilstadt mit dem Obmann Urban Granecker, Stellvertreter Hermann Hofer, der Tuppinger Sepp hat den Roggen vorbereitet. Sepp vom Bienenhof Obermühlstadt hat da unten auch noch einen Verkaufsstand, wo man also auch die Produkte dann ein bisschen anschauen kann. Bienenhaltung hat einen sehr großen Wert. Bei uns, der Hauptwert der Bienenhaltung sind eigentlich nicht die Produkte, die die Bienen erzeugen, sondern die Bestäubung unserer Natur- und Kulturpflanzen. Und da leisten die Bienen ganz einen wesentlichen Beitrag. Und es kommt in Imkern bei uns sicherlich auch die sehr naturnahe Landwirtschaft, die bei uns betrieben wird, da zugute. Es geht Schlag auf Schlag. Die Schafbauern vom Milchstädter Berg, ein Beispiel für eine gut funktionierende bäuerliche Gemeinschaft, die sehr viele Arbeiten gemeinsam durchführt, vor allem auch die ganze Vermarktung, zeigt uns heute verschiedenste Schafrassen, um einmal zu sehen, wie vielfältig die Rassenvielfalt ist. Wir sehen also da am Boden nicht nur die unsere häufigste Rasse, die Rasse das Bergschaf, sondern auch das Tiroler Steinschaf, das braune Bergschaf, Juraschaf, Kärntner Brillenschaf, also eine Rasse, die bei uns in Kärnten im Rahmen der Generhaltung gefördert wird, das Lammersdorfer Bergkäse, der also im Übrigen auch das ganze Jahr zur Verfügung steht. Der wird immer besser mit zunehmender Reife. Und dahinter noch einen erfolgreichen Almsummer findet der Almabtrieb statt. Und nachdem es nicht nur Milchkühe gibt, sondern auch zunehmend Mutterkühe, der Steiner Ewald hat eine Kuh aufgekranzt
mit einem Körbchen, das auch hochgehalten ist. Und dem begrenzt werden noch ein Sommer, der ihm erfolgreich verlobt ist. Die Jägerschaft, glaube ich, ein weiterer Höhepunkt des Erntedankfestes. Hegringleiter Rudolf Hofer hat die Jäger wieder zusammengetrommelt. Die Vereine Mühlstadt, Laubendorf und Obermühlstadt, Matzelsdorf. Das Motto ist heuer: Reh und Hirsch sind an und für sich allen geläufig, hat fast jeder in einer Tour schon einmal gesehen. Nicht aber das Federwild im Revier und im Speziellen auf der Holm. Schön, ja. Wir sind also da, glaube ich, ein paar ganz seltene Exponate ausgestellt. Zwei Orten, die Raufußhühner mit Auerhahn, Auerhähn, Birkhahn, Haselhuhn und der Schneehuhn. Und auch die Greifvögel, Starnadler, Ucho, Habicht, Mäuseposat und Sperrwart. Es wird auch in dem Zusammenhang erwähnt, dass wir da bei uns ein sehr gutes Einvernehmen haben zwischen der Landwirtschaft und der Jagd. Und das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges, wo man wirklich auch gegenseitig sehr viel profitieren kann. Gänsle vorbei. Die Jagdkornbläser Ernst, Fritz und Rudi bringen uns da noch ein Ständchen. Vielen Dank an die Jägerschaft für die wirklich tolle Gestaltung dieses Wagens. Also es zahlt sich aus, dass man das aus der Nähe dann auch mal anschauen geht. Und der letzte Erntewagen, das haben die Bäuerinnen und Bauern aus Obermühlstadt. Das Motto aufgehängt ist, ja, da hat sich auch sehr viel getan in der Grünlandbewirtschaftung bei uns. Früher ist hat die Gerüstbrocknung einen großen Wert gehabt. Es sind Hiefler gemacht worden, es sind Schwedenreiter gemacht worden unter anderem. Und wenn das Futter aufgehängt war, hat man gesagt, es ist aufgehängt. Heute ist es erst aufgehängt, wenn es im Stadel drinnen ist. Und durch den Strukturwandel bei uns, es sind immer weniger Leute am Hof, die für die Arbeit zur Verfügung stehen, werden eben verstärkt Maschinen eingesetzt, ob das Kreisler, Schwader, Ladewagen, Metrag, Kleinballenfräsen, Großballenfräsen. Und man sieht aber auch, dass die Jugend schon mit Begeisterung dabei ist. Ich möchte also wirklich da die jungen Traktorfahrer namentlich erwähnen. Das ist der Prim Georg, der Prim Michael, der Hauer Manuel, der Oberzauer Jonas und der Moser Jonas, die also schon selber an den fehlenden Erntewegen hergerichtet haben. So, ich darf Sie jetzt alle einladen, mit hinunterzugehen, dem Erntezug zu folgen auf dem Festplatz, wo also gleich im Anschluss dann die Erntedankmesse, eben wie gesagt, unter Mittag. Beste der Rosenplatz. Kein Gegenschuss. Da war ein Platz zum Sitzen unten, ja. Ja, ich werde dich dabei dauern. Ja, schliff gleich runter durch. Ich darf also noch Verständnis bitten. Ich darf den Bauer bitten, mit der Messfeier zu beginnen.
so viel umsetzen. Wir feiern Erntedank. Zu dieser Feier darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Wir beginnen unsere Feier im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Kinder eröffnen jetzt unsere Feier mit dem ersten Lied. Sagen uns jetzt in einem kleinen Spiel, was sie zu Erntedank wissen. Wir feiern heute Erntedank. Was hat das für ein Sinn? Schau, in dem Wort Erntedank steckt eh schon alles drin. Ist jeder Halm und jede Frucht. Wenn ich so recht bedenke, von unserem lieben Herrgott droben, ein wunderbares Geschenk. Wenn's Heufutter schwankt und der Stall davor, ist der Bauer so froh, die Arbeit war hart. Aber das Vieh hat für den Winter Futter und Trank, das sagt der Bauer, dem Herrgott sei Dank. Das Getreide geerntet, das tägliche Brot, Gott sei Dank, sagt der Bauer, wir leiden kein Not. Sind die Äpfel in Reif, von sie aber vom Baum. Gott sei Dank schreien die Kinder, toll, was sie haben. Wird die Getreide geerntet, ist der Garten ganz lau. Gott sei Dank, sagt die Mutter, sind die Körbe voll und schwer. In Erde für Keller und Erde für mich. Gott sei Dank, sagt die Bäuer und macht die Keller dazu. Wir feiern heute Erntedank. Das Wort, das hat einen Sinn. Und schau, in dem Wort Erntedank steckt eh schon alles drin. Ist jeder Halm und jede Frucht, wenn ich so recht bedenk, von unserem lieben Herrgott droben, ein wunderbares Geschenk. Wir danken für die guten Gaben vom Garten, Baum und Feld. Gott segne unser schönes Land und die ganze weite Welt. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast Himmel und Erde erschaffen. Du hast dem Weltall eine Ordnung gegeben, die wir erkennen und bewundern. Du hast den Menschen dazu bestimmt, sich die Erde untertan zu machen, sie zu bebauen und ihren Reichtum recht zu nutzen. Wir freuen uns heute über die Ernte dieses Jahres. Segne diese Feldfrüchte, die wir dankbar aus deiner Hand empfangen haben. Lass auch die Armen und Hungernden den Reichtum deiner Güte erfahren und teilhaben an der Fülle deiner Gaben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Oh.
Sagen, noch halb voll. Der Pessimist, es ist halb leer. Liebe Brüder und Schwestern, es kommt immer auf den Blickwinkel an. Wie deute ich das, was ich sehe? Ja, Gott. Wenn du einiges kommst, dann...